Tages hatte ich bisher wenig Erfolg, aber meine Nächte sind jetzt ruhiger. Hat Meine ist das Träume sein scheinen mir Tagebuch, zu gehören. Dennis? Ja. Ja, das ist ein persönliches Tagebuch. Ich scheine Fortschritte zu machen. Liebes Tagebuch, heute habe ich wieder Hardy ganz toll gemobbt. Es hat so viel Spaß gemacht. Nee, um genau zu sein, fahre ich tatsächlich nach Essen, respektive Oberhausen, um nach IKEA zu fahren, um mir meine Möbel anzugucken. What the Und dann fucking kaufst du fuck? bei IKEA Guild Wars. Und dann Übrigens, wo wir genau. bei Werbung sind, IKEA, ne? Hier geilsten Möbel überhaupt. Oh ja, ein Ektorp-Sofa habe ich, richtig Weil geil. Ich brauche halt noch so ein. Also Genau, ich ich brauche nämlich sitze auch so auf ein kleines Werner. Sofa. Also such dir mal das Ektorp raus, das ist wirklich das mit Abstand, eigentlich fast das billigste vom Preis her, aber ich fand es mit Abstand am Wobei, bequemsten. das hört sich ein bisschen pervers an, aber naja. Also Werner ist ein Stuhl, ja, mit V, Ferner oder so. Werner, du hast den Werner. Moment, der Werner ist der Computerstuhl, oder? Den habe ich auch, Ja. den Werner. Nicht, ich habe einen Ergonomischen Angepostenbürostuhl. Der heißt Schweineteuer, aber gesponsert. Der heißt Schweineteuer, aber gesponsert. Ja, habe ich Moment. umsonst. Ist das nicht von deinem Ex, Arbeitgeber. Arbeitgeber? Ja. Achso. Als ich gegangen bin, haben die gesagt, komm in den Stuhl gleich mit. Hm. Auf den setzt sich hier keiner mehr ab. Was ist denn das? Ist das so ein Campingstuhl oder was, den du immer barock am Ring mitnimmst? Ja, genau so ist das. Aber das Geile ist, die Beine sind etwas höher, so ich auf den Schreibtisch gucken kann. Was? Ach so, oh ja, Mann, nice. Und dazu sitzen wir auf so einem Barhocker. Das war früher. What the fuck? Wieso ist denn So. jetzt schon wieder? Also ich stehe immer vor meinem PC. Ich sitze da Wohin? nicht. Ja. Aber geil, wollte ich nicht alles krieg. Digli. Aber du bist mal auch so ein Digli. Digli entwickelt sich zu Digdri. Wieso kann ich das? Achso. Nee, das hieß Dick Darm, ne? Dickdarm? Dick Darm, ja. Das Pokémon Warte. hieß Dick Darm. Die Und die Attacke. Vorentwicklung. Die Flatter. Jetzt. Yes. Durchfall. Das ist ein Gift-Pokémon. Nee, einfach So. laufen lassen. Einfach Einfach mal laufen lassen, das ist die entspannen. Attacke. Ah. So, jetzt ist der Punkt hier natürlich nicht mehr umkämpft. Das heißt, im Endeffekt hätte ich gar nicht laufen müssen, aber egal. Da unten ist ein Kaufmann. Den können wir mal aufsuchen. Ich brauche nämlich noch ein paar neue Wiederverwertungskits. Ja, du bist mal auch so ein Müllschlucker, Was ist das denn für ein Lieferdienst? DHL? Ach so, vielleicht hätte ich einfach das hier holen sollen. Ja, komm, hau raus, dein Spruch. Ja, gar keiner. Was denn für ein Lieferdienst? Ich wusste nicht, dass es den WC in Karwinserei gibt oder so. Nen was? Passt auf euch auf. Kerwanserei oder so. Keine Ahnung. Ist das zu essen? Ja. Ah. Hm? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass du ganz viele Pizza.de oder Lieferando oder was auch immer, auch in der eigenen Küche die Sachen herstellen und dann vorbeibringen. Also in ihrer Wohnung. Bei manchen. Wahrscheinlich ist das oder so. Ja. Was bin ich eigentlich für eine Stufe? 12. Ich bin ja selber zurückgesetzt. Das ist doch Arsch. Das ist doch für den Hintern. Was ich ja sehr gut finde bei den Sehr Pets, muss ich gut. sagen, ist, dass das Pet immer genau das angreift, was ich gerade angreife. Ja? Wenn du den Gegner wechselt, dann wechselt er auch quasi. Finde ich gut. Ich glaube, das ist bei WoW nicht so gewesen. Oh nein, endlich. Das weiß ich nicht. Doch, das weiß ich wohl, aber jetzt gerade nicht. Das ist reines Willst du dazu Glück. nicht keine Stellung nehmen? Geil, drei Kupfererz. Da vorne ist noch mal was. So.
Wusstest du übrigens, dass du malen kannst auf der Map unten? Ja. Rechts? Ich weiß das schon. Ja, weil irgendwie in meiner Gruppe hat das letzte Mal gemacht. Stehen zwischen dem Kreid und der Herrschaft über die Quetzalbucht. Aber keiner der Parteien kann gegen die Kreid siegen. Wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten ein. Aber der Schutz der Bucht nützt auch uns. Bisschen hier wieder. Diese Gegend, ich frag Christian einfach mal ganz keck, ob er trotzdem schafft, das Thumbnail hochzuladen. Jetzt? Ja, jetzt. Alles klar, Leute, dann muss ich mal eben Aufnahme unterbrechen. Meine Fresse, laufen will auf? Irgendwer was? Ja, ich nehme wieder auf. Du nimmst wieder auf. Laufen will irgendwer irgendwas? Ich habe mein Telefon jetzt abgestellt. Feierabend. Bin mir zu doof. So, hier ist eine geile Bucht. Da oben ist so ein unentdeckter Aussichtspunkt. Wie kommen wir denn da hin? Oh Gott, balancieren, das kann ich immer sehr gut. Dafür muss der Brummbrumm mal eben weg. So. Lieber Brummbrumm. Alter, what the fuck, soll ich noch rüberkommen? Hammer geil. Leck mich fett, da kann ich was abbauen. So. Kupfer. Gib mir, gib mir. Da muss man wahrscheinlich in einem Guss machen. Oder auch nicht. Bisschen Vorsicht ist dann doch angebracht. Jay, wo treibst du dich denn rum? Gerade nirgendwo. Ich bin nämlich gar nicht gerade im Spiel. Nirgendwo. Ach, gleich kommt Quali, oder was? Ja. Kann auch nebenbei laufen. Ja, wenn das nicht allzu laut ist. Hörst du was? Zwischendurch hin und wieder mal so einzelne. Ja, dann machen wir das live. Einzelne Fetzen manchmal. Nee, das nicht. Fahren die schon? Nee, oder? Wie viel haben wir denn? 20 vor, viertel vor. Ja, gerade ist wieder Olo. Der Vettel ist Training ausgelaufen. Okay, in Gegenden wie diesen erzählen Events eine Geschichte. Behalte diesen Bereich im Auge, um den Fortschritt der Geschichte zu verfolgen. Oh, okay. Oh, no. Ah, ja. Die Planke hoch. Da ist der Aussichtspunkt. Wuhu. Hooray. Ich habe eine neue Post. Krasser Shit. Ich glaube... Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Werde ich da rausnehmen, wenn ich es gebrauchen kann. Jetzt gehen wir gleich erstmal eine Runde schwimmen. Ah, komm, gib Gas, Jo. Ich lade Ewigkeit. Bing, bing. Wen können wir denn hier wo helfen? Der hat uns da doch so ein paar Herzchen gezeigt. Da. Auf der Sandbank. Da vorne. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal am Strand. Das ist eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Komm, 3, 2, 1, hopp. Und tschüss. Ah ja, stimmt, die Qualle. Die haben wir noch nicht getestet. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Fähigkeiten das alles waren. Blutung, Verkrüppelung. Was ist erstmal das? Dann kriegst du noch so ein Piranha-Schwarm, der war glaube ich ganz witzig. Das sieht doch echt nice aus mit dem Blut und den Fischis. Mit dem Fischis? Ja. Hier ist Thunfisch! Und lass mal in eine Gruppe gehen. Ein Tuna! Wo bist du denn? Ey, die sehen aus hier die Crate Nimros. Wie die, Dodge, wie die. Wie hieß die denn noch? Was bist du denn? Ich bin. Ventribucht? In der Ventribucht. In der Dart. Und ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Eigentlich habe ich ganz gut geschlafen. Hast du ja gehört. Ja, findet und tötet die verwandelte Kratehexe. Wo ist das denn? Da, oh Gott, bis ich da bin, ist sie ja schon tot. Beile er sich.
Champion Kratexe. Ah, da können wir noch gut draufholzen. Auf geht es. Nicht noch. Wir haben schon eh nicht auf die Erde. Oh, ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Ach, da bist du. Ach, da bist du. Dann halten wir die Alte mal fest. Ich stoß mal die Alte mal weg. Freuen sich die Nahkämpfer. Nein, da schiebt uns einer wieder den Gegner weg. Aber noch hat sich keiner beschwert. Also ich weiß nicht, was da noch so alle abgeht. Oh. Aber hier poppen manchmal so Bereiche auf, wo man raus sollte. Oh, wir können hier mal anfangen, die Leute wieder zu beleben. Wie lange dauert das denn? Wollen mich verarschen? Komm mal rein da. Die Hexe lebt immer noch. Ach, das ist halt Gruppenleben. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Ich mir auch noch mit aus. Hui! Komm schon, Bro. Schneller heilen, wiederbeleben. Ach schon, da lebt er wieder. Komm, schieß. Ich bin schon dabei. Ja, schieß. Piu. Bam. Da ist er weg. Zack. Nee, Bronze. Nur Silber am Arsch. Bestimmt, weil ich den mir die ganze Zeit geritzt hab. Naja, war nur Bronze. Noch Silber. Danke. Ja. Ohne euch hätten wir die Hexe vielleicht nie gefunden. Mega frech. Da ist die Hexe draufgegangen. Und eure Hilfe hätten die Hexe vielleicht nie gefunden. Bist du denn? Da bist du. Was musst du denn jetzt hier machen? Gar nichts. Noch. Achso. Noch nichts, bis mir dieses Herz hier sagt, was ich tun soll. Und das hat es auch schon getan. Helft Azindli, indem ihr die Krait bekämpft, gefangene Hülek befreit und Gebietsmarkierung erfolgt. Alles klar. Ein Rezept. Topf mit Kriegsfarbe. Ein Accessoire. Wollen wir nicht. Ja, was hilft denn das jetzt? Wenn ich dir jetzt die töte, hilft das dir? Lol, hammer nice. Oh mein Gott, es schießt. Ja. Weiß noch nicht worauf. Außer Reichweite! Komm her, wo ist denn die Reichweite? So, hier, ja. Hat wer den Longbow für mich? Was soll denn das hier? Komm. Da kommt was. Wo schießt du denn? Du stehst bei mir da nur rum. Ich stehe daneben und bediene das Teil. Da kann man sich nicht reinsetzen. Aber hier sind keine Gegner, beziehungsweise an denen da hinten komme ich nicht ran. No. That's very traurig. Das ist ein bisschen Arsch. Ach, drauf geschissen. Die Kanone ist vielleicht ganz cool, aber taugt nicht wirklich. Hier ist eine Gebietsmarkierung, müssen wir reparieren. Zack. Ja. Wunderprächtig. Alter, wie viele Leute hier sind, das ist echt krass. Ja, durch der Gruppenevent halt, ne? Die haben wir auch repariert. Level bist du eigentlich? 12. Ah, okay. Da! Auf ihn! Nee, yeah, war zum Töten. 9 Erfahrungspunkte, hammer geil. Mehr zum Töten. Boah, scheiß auf die Moas, ich will die anderen Dinger platt machen. Kann man da nicht auch ins Wasser? Ja, die kannst du auch hier, geh doch ins Wasser. Das wird schon euch zum Schweigen bringen. Da wird ein Standbild. Das ist bestimmt mein Spiel gerade beendet. Nein, nee, doch nicht. Wo bist du denn?
Da hinten schießt. Alter, bist du weit weg. Los, Piranhas. Da kannst du direkt eine Sehenswürdigkeit freischalten, ne? Ja, deswegen wollte ich ja ursprünglich hier hin. Ich bin außer Reichweite. Ja, aber nicht für meine Piranhas. Okay, vielleicht doch. Aber nicht für meine. Bin ich denn jetzt hier gerade für Stadtbilder, ey, am Arsch? Du kannst ja auch die Spackos wiederbeleben, ne? Ich fühle mich erneuert. Eine kleine Zelle. Schwimmt, schwimmt. Was ist das denn hier? Was macht er denn da? Wer denn? Ach, schon gut. Wer heute ist, muss morgen nicht um. Dadurch, dass ich nicht sehen kann, wie viele du noch brauchst. Weil die Quest habe ich ja schon. Ist ja doof. Piu, 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 Piranhas, zerstört die. Für die Hilfe. Null Problemo. Wo ist er denn da? Irgendjemand bohrt hier so kleine. Ey, das ist ja eine Truhe. Eine doch nicht. Ne, das sind diese Zellen, wo du die Frische rausholst. Ich hab mich gerade auch schon gefreut. Hey, die armen Fröschis. Wir sind ein paar Kackfische. Außer Reichweite. Mann, was soll das denn eben? Retzen wir halt mal hier so. Ja, schrecklich, gar nicht. Meine Qualle matscht alles weg. Warum schlappt ihr die Alten? Das ist schon die geile Nummer 5. Oder hast du nicht so weit gelandet? Die geile bei der Attacke. Mit der Tinte. Was für Nummer 5? Deine Attacke. Ach so, nee. Hab ich noch nicht. So, Quest ist fertig. Stelle. Ach so, okay. Juhu! Kommen wir weiter. Mal gucken, über noch zur Sehenswürdigkeit. Die habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, doch, habe ich wohl. Dann, Wie Kackwürste hängen die Viecher hier rum, die Toten. Ohne Scheiß. Ja, bleiben wir im Wasser. Ich würde sagen, ich schwimme nach Norden, wa? Ich will weiter im Wasser bleiben. Die Unterwasserwelt finde ich ziemlich geil. Mal gucken, ob ich hier nicht noch einen Weg gefunden ist. Kinder, die was wollen, kriegen was auch wollen. Schnauze. Was? Selber Schnauze. Eine blöde Vieh hier, was mich an. Leute, wieso habe ich keine Fähigkeiten mehr? Achso. Qualle versus Qualle? Nee, weil ich geschwommen bin. Wenn du schwimmst, hast du weder ein Tier noch Waffen. Ja, das ist mies. Das ist echt mies, das stimmt. Jetzt habe ich die Tinte. Alter, jetzt hätte ich auch noch angegriffen am Arsch. Von wem? Jetzt hatte ich die Tinte. Was macht die denn? Hey, zurück. Bringt er direkt mal aus. Zieht euch rückwärts zurück, hinterlässt eine blendende Spur. Okay. Ich trete in den Kampf ein. Ich trete in den Kampf ein, aber gegen den Falschen. Ich awesome. Nice. Ping. Was müssen wir eigentlich hier machen? Warum greift ihr die überhaupt noch an? Die greifen mich an, ich greife die nicht an. So. Ich greife hier ja nichts an. Das ist trüb wie die Nordsee hier, ey. Ja, Alter, gib mal Blubber im Hintergrund gefällt mir gut. Cool. Müssen wir auch so ein Geblubber im Hintergrund. Sollen wir hier raus oder was? Da ist so ein.